möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen. Ich habe heute das Wort, das ich mit euch teilen möchte. Wie ihr wisst, ist unsere Familie in der letzten Zeit wieder ein bisschen gewachsen. Wir haben mittlerweile 6 Kinder. Jetzt haben wir auch schon 2 Enkelkinder dazu. Und zu meinen Aufgaben gehört unter anderem auch die Mission. Und ich möchte euch ein bisschen daraus berichten, was wir in der Mission so machen. Manches bekommt man ja mit, manches vielleicht nicht so sehr. Wir haben dieses Jahr am 29. September die 4. Gesundheitsexpo. Das ist am Marktstand in Simbach. Und ich möchte jetzt schon allen 35 Mitarbeitern danken, im Voraus danken, die sich hier beteiligen. In der Mission geschehen noch andere Dinge. Es gibt Kochkurse. Und die Familie Dürsch bringt sich mit großer Freude hier ein. Diese Kochkurse erfreuen sich auch großer Beliebtheit. Was ich im missionarischen Bereich auch erwähnen möchte, das ist das Frauenfitness, das jede Woche stattfindet. Und ich möchte auch hier euch danken, dass ihr das am Leben erhaltet. Das ist jedes Mal eine Gelegenheit, lebendig Zeugnis zu geben. Wir hatten dieses Jahr auch das Seminar Sprechstunden mit dem eigenen Ich, mit Bruder Raimund Fuchs, wo 15 regelmäßige Teilnehmer da waren und es war sehr gesegnet. Ich möchte euch aber auch in diesem Zuge deutlich machen, dass nicht alles immer glatt läuft. Der Teufel schläft nicht. Und so konnte das Nachfolgeseminar Schritte zum Glücklichsein nicht stattfinden mit Bruder Robert Hahn. Er ist krank geworden. Aber nicht nur hier hat er seine Finger im Spiel gehabt. Wir mussten erleben, wie er Zwietracht, üble Nachreden, Neid und Misstrauen sowie Verunsicherung und Zweifel eingebracht hat. Und ich möchte euch damit eigentlich deutlich machen, wie wichtig es ist, dass eine Gemeinde im Gebet hinter solchen Veranstaltungen steht, damit der Teufel nicht Handhabe findet, dazwischen zu funken. Wir haben das Seminar Schritte zum Glücklichsein dann noch einmal wiederholt. Diese Veranstaltung ist leider auch mittendrin abgebrochen worden. Wir schauen dennoch mit Zuversicht in die Zukunft und haben ein Herbstprogramm erstellt, zu dem wir bemüht sind, Menschen einzuladen und wo wir froh sind, wenn ihr uns im Gebet unterstützt. Aber auch eure persönliche Teilnahme ist jederzeit herzlich willkommen. Es ist auch so, dass wir bereits im Sommer, das heißt noch vor dem Sommer, das Budget, das uns zur Verfügung gestellt wurde, voll ausgeschöpft hatten. Und ich möchte jetzt nicht noch eine dritte Sammlung machen. Das ist die Sammlung, die zweite Sammlung, die wir machen, ist eigentlich auch für diesen Zweck gedacht. Und da würde ich euch bitten, vielleicht daran zu denken, dass wenn ihr 1 Euro oder 2 mehr in das Sackerl gebt, die Mission damit auch unterstützt wird. Wir benötigen bis Ende des Jahres noch etwa 2.000 Euro für die Ausgaben der Mission und ich freue mich über eure Beteiligung. Der Petrus ist ein sehr praktischer Apostel gewesen. Der war Fischer, er hat nicht viel Theologie studiert und ist so etwas Ähnliches wie ich. Ich bin auch ein Zimmermann, ein praktischer Mensch. Ich beschäftige mich mit dem Wort Gottes und denke sehr viel darüber nach, aber wenn es darum geht, Dinge zu schreiben oder Berichte zu verfassen, da bin ich ganz schlecht drin. Deshalb fasziniert mich der Petrus in gewisser Hinsicht ganz besonders. Und
mir macht es den Eindruck, als wie wenn der Petrus hier in diesem Brief, in diesem zweiten Brief, den er schreibt, deutlich macht, dass der Christenheit ein Schatz verloren gegangen ist. Die Christenheit hat die Kraft verloren, deshalb wenden sich viele Menschen davon ab, wenden sich zur Esoterik, wenden sich zu fernöstlichen Glaubensrichtungen, weil die Kraft des Glaubens nicht mehr viel gelebt wird. Und es fasziniert mich einfach, wenn der Petrus in diesem Brief beginnt und deutlich macht, was für ihn als Prinzip des Glaubens im Mittelpunkt steht. Als Prinzip der Erlösung möchte ich eigentlich sagen, warum? Alles in unserem Leben ist eigentlich von Prinzipien begleitet. Und auch Gott hat sich für die Erlösung ein Prinzip überlegt. Es ist nicht aus Versehen, dass wir durch das Blut Jesu Vergebung der Sünden bekommen und Erlösungsgewissheit haben dürfen. Und das ist eigentlich schon genug. Der Petrus macht aber deutlich, dass wenn wir diese Erlösungsgewissheit, die wir gewonnen haben, nicht praktisch anwenden, dass sie uns verloren geht. Der Petrus macht euch auch deutlich, dass wir uns das, was wir glauben, nicht aussuchen können. Wir können nicht sagen, das eine glaube ich, das andere glaube ich nicht. Der Petrus macht uns klar, es ist ein Paket. Und du nimmst es, entweder als Ganzes oder du verlierst alles, alles, was du gewonnen hast. Ich möchte euch einladen, mit mir diesen Text nochmal zu lesen. 2. Petrus, Kapitel 1, von Vers 3 weg. Da steht, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Also, wenn ich das jetzt in die Sprache der Kinder übersetzen darf, ja, dann hat Gott eine riesengroße Schatzkiste. Ja? Und in dieser Schatzkiste gibt es ein ganz besonderes Geschenk. Die göttliche Natur steckt da drin, derer wir teilhaftig werden können. Und dann sagt der Petrus, setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren und im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Die Erkenntnis kommt hier gleich zweimal vor. Einmal als eine der Tugenden und einmal im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit und Trägheit oder Nichtträgheit. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und der hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ich habe mich gefragt, ob Petrus wohl die Offenbarung des Johannes schon gelesen hat.
dass er auf dieses Ergebnis kommt? Ich vermute nicht. Die dürfte noch nicht geschrieben worden sein. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ich möchte euch bitten, Offenbarung 3, Kapitel 14 aufzumachen. Offenbarung 3, Kapitel 14, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea. An dieser Stelle steht: Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt. Es gibt gewisse Parallelen zwischen diesen zwei Bibeltexten. Wenn wir den Petrus anschauen, dann spricht er davon, wem diese Tugenden fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Der Johannes führt es dann später noch ein bisschen weiter aus und gibt auch noch einen Ratschlag. Der Ratschlag, den der Johannes gibt, der scheint mit den Tugenden, die Petrus hier erwähnt, übereinzustimmen. Und deshalb möchte ich mit euch diese Tugenden etwas näher anschauen. Ich habe mir dafür erlaubt, mit Hilfe von Jeff Porcolab eine Präsentation zu erstellen. Und ich bitte jetzt darum, das jetzt einzublenden. Dankeschön. Gott hat uns eigentlich alles zur Verfügung gestellt, was dem Prinzip zugrunde liegt, was die Erlösung angeht. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Wir haben die Erlösung geschenkt bekommen und alles, was wir zusätzlich brauchen. Durch die Erkenntnis dessen sind wir berufen, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und ich möchte dieses vielleicht ein bisschen ausführen. Herrlichkeit heißt liebevoll, beziehungsorientiert. Die Tugend ist etwas allmächtig Königliches, etwas Majestätisches. Es ist ein Ausdruck der Loyalität Gottes sich selbst gegenüber und uns gegenüber. Das ist wie die königliche Verpflichtung, sich selbst und seinen Untertanen treu zu sein. Er hat uns überaus große und kostbare Verheißungen gegeben. Durch die Verheißungen können wir göttlicher Natur teilhaftig werden.
nachdem wir dem Verderben geflohen sind und durch die Begierde der Welt herrscht. Entschuldigung. Ich bin sehr dankbar, dass Sarah die Verheißungen in der Kindergeschichte in den Mittelpunkt gestellt hat. Es ist wie eine Antwort auf ein Gebet. Versprochen ist versprochen, oder? Meine Kinder, besonders der Jeffrey, legen großen Wert darauf, dass alles, was ich sage, wie ein Versprechen gilt. Das heißt, er nimmt mich beim Wort und das ist sehr ernst gemeint. Ein Versprechen ist wie eine Forderung, die ich einlösen darf, oder? Es ist wie der Schuldschein, den Gott mir gibt. Nimm es, wende es an. Ich verpflichte mich, das zu erfüllen. Punkt Nummer 5, Berufung und Auserwählung festmachen. Wir sind getauft, ja? Und es ist wie ein Liebesbekenntnis. Ein Liebesbekenntnis, wo ich eigentlich etwas festmache, öffentlich bekenne. Es ist wie eine Hochzeit. Und dann sagt Petrus, diese Dinge tut, damit ihr niemals zu Fall kommt. Welche Dinge sollen wir tun? Ja, es geht um die Tugenden. Welche sind es? Worauf bezieht sich Petrus, wenn er sagt, diese Dinge tut? Und wie kommt es, dass wir nicht mehr sündigen müssen? Und dann sagt er, auf diese Weise finden wir Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters. Ich möchte hier ein bisschen zusammenstellen, was uns Menschen betrifft, wenn wir diesen Bibeltext in 2. Petrus 1 lesen. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Und der Petrus meint hier dieselbe Tugend, die Gott als seine eigene Eigenschaft betrachtet. Wenn er also meint, dass wir in unserem Glauben tugendhaft sein sollen, dann bedeutet es für uns auch, dass wir einer adeligen Gesinnung sein sollen und selbstverpflichtende Loyalität unserem Gott gegenüber haben. Was bedeutet das? Selbstverpflichtende Loyalität. Es bedeutet, dass ich mich bei meiner Taufe dazu entschieden habe, Jesus nachzufolgen und dass ich mich zu seinem königlichen Geschlecht bekenne, was mich adelt. Tugend bedeutet aber auch, ritterlich zu sein. Ritterlich erinnert uns vielleicht an die Rüstung des Christen. Ja, die Stiefel anziehen, die Waffenrüstung anlegen. Das ist ritterlich. Der zweite Bereich ist die Erkenntnis. Intimität heißt es für mich. Rückhaltlose Selbsthingabe. Völlige Offenheit, völlige Anvertrautheit, freiwillige Selbstauslieferung. Wie viel Zeit braucht man in der Partnerschaft dazu, bis man bereit ist, so weit zu sein, bis man bereit ist, dem anderen so zu vertrauen? Reichen ein paar Minuten der Andacht in der Früh, die uns zur Verfügung stehen,
Wie lange dauert es, bis man in diese Vertrautheit kommt, wenn man jeden Tag eine Stunde völlig ungestört sein kann? Und wie viel Zeit nehmen sich verliebte Menschen, um einander kennenzulernen? Und ich möchte bewusst diesen Vergleich jetzt hernehmen, wenn es um Erkenntnis geht. Gott zu erkennen, mit ihm in eine intime Beziehung zu kommen. Der dritte Punkt ist Selbstbeherrschung. Das ist vielleicht etwas, was uns mit fremden Leuten oder in der Gemeinde ganz gut gelingen mag. In der Familie ist das gar nicht, oft nicht so einfach. Wenn die Jugendlichen alle Grenzen überschreiten, die Liebe mit Füßen treten und den Chaos als Ordnung einführen wollen, dann ist Selbstbeherrschung eine Herausforderung. Standhaftes Ausharren. Und ich habe nur einige wenige Beispiele aufgezählt. Die Liste könnte man weit ausführen. Ja? Standhaftes Ausharren, das ist die Zeit des Wartens, vielleicht eine Glaubensprüfung. Geduld haben, oft mit mir selbst, aber auch mit meiner Familie. Auf Gottes Antwort warten, nicht eigenmächtig handeln. Liebhaben. Und ich denke hier an 1. Korinther Kapitel 13. Liebe eifert nicht, sucht nicht das Ihre und. Der fünfte Punkt ist die Gottesfurcht. Und hier denke ich, was uns Menschen betrifft, würde die Demut im Mittelpunkt stehen. Aber auch die Verehrung und die Anbetung. Und noch viele andere Dinge. Wenn ich den Punkt der Bruderliebe betrachte, dann geht es darum, meine Feinde zu lieben. Das ist manchmal viel einfacher. Zu denen gehe ich auf Distanz und habe meine Liebe zu ihnen. Mein Bruder, der kann mit seinen Fehlern durchaus ganz schön schwer zum Ertragen sein. Und wenn der Petrus zum siebten Punkt, den ich jetzt einfach so definiert habe, die Liebe nimmt, dann denke ich doch, dass 1. Korinther 13 in vollem Ausmaß zum Tragen kommt. Erkenntnis, und das wäre der achte Punkt, erwähnt Petrus hier diesmal im Zusammenhang mit Nichtträgheit und Fruchtbarkeit. Und ich habe mich gefragt, ob man träge lieben kann. Kann man träge lieben? Wie war das mit Adam? Er erkannte Eva, sie war schwanger. Der menschliche Körper erneuert seine Zellen alle 7 Jahre. Während der Schwangerschaft beschleunigt sich dieser Prozess bei Frauen auf 9 Monate. Die Zellerneuerung ist mehr als 9-mal schneller. Das bedeutet, dass die Erkenntnis eine Befruchtung ist, die zuerst die Erneuerung nach innen bewirkt, während nach außen eine Frucht zu wachsen beginnt. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was dieser Text für uns bedeutet, wenn wir das Leben mit Gott im Mittelpunkt halten. Gott hat alle Voraussetzungen erfüllt, um dich zu einer überragenden Größe zu machen, weil er der Größte ist. Seine vollgefüllte Schatzkammer mit großen und kostbaren Verheißungen steht dir zur Verwendung offen. Durch die Verwendung dieser Schätze wirst du teilhaftig der göttlichen Natur. Gott behandelt dich wie Salomo, seine geliebte Sulamit. Er hebt dich empor, veredelt dich und hilft dir zu unübertrefflichem strahlenden Glanz. Er setzt voraus, dass du die Erlösung durch Jesu Blut in Anspruch genommen hast und dich nicht weiter
von daherkommenden Hormonen steuern lässt, die dich zur Sünde verleiten, sondern mit seiner Kraft die Herrschaft über deine Begierde verantwortungsvoll trägst. Ich habe bewusst gewisse Andeutungen gewählt, um uns einfach die Tragweite dieser Sache versuchen, bildlich deutlicher zu machen. Wenn es um die Tugend geht, dann nimmst du die ritterliche Gesinnung an und bist allen Dingen treu und der Ehre deines adeligen Standes verpflichtet. Dieses neue Lebensprinzip unterscheidet dich deutlich in angenehmer Weise. Du strahlst Ruhe und Gelassenheit aus, trotz großer Herausforderungen, und zeichnest dich durch Besonnenheit und Entschlossenheit aus. Dein Umfeld kann Wahrheit und Irrtum anhand deiner Treue klarer unterscheiden. Diese Eigenschaft macht dich in deinem Umfeld nachahmenswert. Und dann die Erkenntnis. Du bekennst dich zu deiner Liebe zu Gott. Deine neue Beziehung kann voller Überraschungen sein. Meint er es gut mit mir? Wie weit kann ich ihm vertrauen? Das ist am Anfang ein bisschen eine Herausforderung. Und ich knüpfe hier wieder an die Zeit der Verliebtheit an. Was bedeutet das? Da sind Schmetterlinge im Bauch. Man weiß noch nicht genau, ist das wahr, ist das nicht wahr? Lebe ich in einer Traumwelt oder bin ich in der Realität? Wie klar und fest darf ich darauf bauen, dass der andere mir seine Liebe bezeugt? Und da sind am Anfang gewisse Unsicherheiten, die wir vielleicht wegwischen mit der Zeit. Wenn es um die Selbstbeherrschung geht im Leben mit Gott, dann heißt es abwarten und die Bewährungsprobe machen. Wie oft hält er, was er verspricht? Mit der neuen Wirklichkeit geachtet, wertgeschätzt zu werden, auserwählt zu sein, einfach vertraut werden. Das standhafte Ausharren bedeutet für mich nicht die Nerven verlieren. Nicht aufgeben, was ich mit ihm erreicht habe. Ich erinnere mich an die guten Erfahrungen, die ich erlebt habe, und warte sehnsüchtig auf sein Kommen. Und wenn ich an die Gottesfurcht denke, dann heißt das im Leben mit Gott, dass die Spötter ganz schön viel sind um mir herum. Es wird behauptet, er hätte mich im Stich gelassen. Er soll mich vergessen haben. Meine Liebe ist umsonst. Es wird alles versucht, um meine Erfahrung ins Lächerliche zu treiben. Sie wertlos und nicht beachtenswert erscheinen zu lassen. Ich werde unter Druck gesetzt, mich vor dem, was andere sagen, zu fürchten. Meine Prinzipien und Werte werden mit Füßen getreten, um mich wieder klein zu kriegen. Mit gefälschten Mitteln versucht man mir zu beweisen, dass ich nichts Besonderes bin und allen Grund habe, an mir selbst zu verzweifeln. Standhaftes Ausharren und Festhalten an meinen neu gewonnenen Prinzipien, an meiner Loyalität, an der Liebe, durch die ich erkannt und erwählt wurde, an den Verheißungen, die mir gehören, die göttliche Natur, deren ich bereits teilhaftig wurde, sind alle Grund genug, niemanden zu fürchten. Die Meute ist es nicht wert, gefürchtet zu werden. Zu fürchten bedeutet, unfreiwillig zu verehren. Gott allein ist würdig, Verehrung zu bekommen. Damit möchte ich zur Bruderliebe kommen. Das bedeutet, dass ich verantwortungsvoll mit den Fehlern meines Nächsten umgehe. Ich rede nicht darüber mit anderen, um ihn zu schaden. Ich nehme ihn an, wie er ist, lasse ihm Raum zur Entwicklung
Schraube nicht an seinen Fehlern herum, um diese zu korrigieren, sondern trage diese vielmehr ins Gespräch mit meinem geliebten Heiland und vertraue darauf, dass er ihm durch den Heiligen Geist zur rechten Zeit hilft. Stehe ihm aber liebevoll und hilfsbereit zur Seite. Das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe zum Thema Mein Leben mit Gott. Im Zusammenhang mit diesem Text in Zweiten Petrus Kapitel 1. Mir fehlt hier der, jetzt kommt es, ja, danke. Ich habe weiter geklickt und der Text ist nicht gekommen und habe mich gewundert, wo bleibt es, ja. Der letzte Punkt ist die Liebe. Die im Heim gelebte Wahrheit macht sich auch spürbar in unserem nach außen gerichteten Wirken. Eine Wechselwirkung ist unumgänglich. Umso klarer sind deshalb Früchte als natürliche Folge. Ich habe hier einige Zitate zusammengetragen. Da steht, die Gemeinde braucht alle ausgebildeten Kräfte, die gewonnen werden können, um insbesondere die jungen Familienmitglieder der Gemeinde Gottes fürsorglich zu schützen. Jene Erziehung, die wir durch das Kundtun zärtlicher Aufmerksamkeiten im Umgang miteinander gewinnen, macht uns fähig, jene Herzen zu erreichen, die Grundsätze wahrer Religion gelehrt bekommen sollen. Ich hoffe, es gelingt mir, euch ein bisschen das Prinzip der Erlösung dadurch jetzt deutlich zu machen. Vielleicht hast du dich in manch einer Situation, die ich erwähnt habe oder beschrieben habe, wiedergefunden. Für mich stellt sich die Frage, warum macht Petrus Erlösung von Aktivität und Fruchtbarkeit aus der Erkenntnis abhängig? Warum begnügt er sich nicht mit der Erlösungsgewissheit der Laodizianer? Vielleicht, weil in Laodicea niemand gerettet wird, der in diesem Zustand verharrt und bleibt, der in Trägheit und Unfruchtbarkeit aus der Erkenntnis bleibt. Die Folge der Trägheit und Unfruchtbarkeit aus der Erkenntnis führt dazu, dass wir eigentlich vergessen, wovon uns Jesus eigentlich erlöst hat. Und wenn ich euch das jetzt so sage, dann weil ich das selbst erfahren habe. Wir sind vor 10 Jahren nach Bogenhofen gekommen und ich habe mit mir selbst gehadert, ich habe Zweifel gehabt, ich war mit mir selbst unzufrieden. Und ich habe festgestellt, dass mein Zugang zu meinem Heiland in meiner Andacht nicht mehr auf dieser Liebesbasis ist, sondern eher auf einer intellektuellen Basis sich bewegt. Wir haben mit der Heidi dann bei der Gabi Tempel am Büchertisch das Buch 40 Tage des Gebets einmal gekauft. Und wir haben beschlossen, gemeinsam Andacht zu machen. Und dort habe ich die Liebe zu Jesus wiederentdeckt. Und mir ist bewusst geworden, wenn ich diese Liebe für mich selbst behalten möchte,
geht's nicht. Ich verliere sie. Ich muss diese Liebe an meinen Mitmenschen praktizieren können. Deshalb fasziniert mich, was Petrus in diesem zweiten Brief schreibt. Natürlich, wenn wir versuchen, 2. Petrus 1 auf die intellektuellen Ebene zu betrachten, dann kann man alle diese Tugenden auch ohne Liebe praktizieren. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 13, ohne Liebe ist es wertlos, es nützt nichts. Deshalb habe ich versucht, euch einfach einen Blickwinkel über 1. Korinther 13 auf diesen Text zu vermitteln. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. In der Sabbatschule haben wir festgestellt, die Jünger hielten täglich das Mahl miteinander. Das heißt, wenn wir Abendmahl haben, einmal im Viertel, und uns über unser Leben darüber Gedanken machen, oh, habe ich jetzt mit dem Bruder und mit der Schwester meine Sache geklärt, dass ich vor den Herrn treten kann? Wie wäre es, wenn wir jede Woche Abendmahl machen würden, ein Viertel lang? Das wäre noch nicht täglich. Jesus lädt uns ein. Er steht vor der Tür und sagt, so jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, kommt er herein. Er hält mir nicht eine Predigt, schwingt nicht die Moralkeule. Er benimmt sich nicht unanständig, sondern möchte mich zu seinem adligen Stand erheben. Er möchte mit mir Tischgemeinschaft haben. Er sitzt nicht an einem anderen Tisch. Er will an meinem Tisch sitzen. Er möchte nicht nur Tischgemeinschaft mit mir haben, sondern auch mit mir reden. Ich bin oft unterwegs mit dem Auto zur Baustelle. Und weil meine Baustellen oft sehr weit weg sind, habe ich viel Zeit unterwegs. Und so habe ich begonnen, verschiedene Hörbücher anzuhören. Das Leben Jesu, Patriarchen, Propheten. Und in Patriarchen und Propheten bin ich aufmerksam geworden auf Mose. Mose wird von Gott auf den Berg gerufen, am Sinai. Unten ist das Volk und sie wollen mit Gott nicht reden. Sie fürchten sich, sprich du mit ihm, wir wollen alles tun, was du uns sagst. Und Mose geht auf den Berg und wir haben vielleicht in Erinnerung, dass er 40 Tage in Gottes Gegenwart war. Was mich aber erstaunt hat, er hat 6 Tage darauf gewartet, dass Gott ihn in seine Gegenwart ruft. Eigentlich war er 7 Wochen weg. Und dort habe ich mir überlegt, wieso hat er 6 Tage darauf warten müssen, in der Wolke, dass Gott ihn in seine unmittelbare Gegenwart ruft. Heidi hat im ABC ein Buch gekauft, Leben wie Henoch. Und sie hat es zur Andacht gelesen und mir immer wieder Zitate daraus gezeigt. Und ich habe festgestellt, auch der Henoch hat sich immer wieder zurückgezogen und ist längere Zeit an einem besonderen Ort gewesen, wo er auf die Nähe mit Gott gewartet hat. Ich persönlich glaube, wenn wir unsere Beziehung zu unserem Heiland auf Basis der Liebe leben wollen, dann brauchen wir Zeit. Zeit für die Liebe. Und ich glaube, das ist das, wozu uns Jesus
einlädt in seiner Botschaft, im Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea: Nimm dir Zeit für mich. Nimm dir Zeit, die mehr ist als nur ein, zwei Tage. Plane deinen Urlaub mit mir. Geh mit mir in Urlaub. Zieh dich zurück in die Einsamkeit und warte auf mein Kommen. Ich will mit dir reden. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und ich wünsche mir, dass wir diese Gemeinschaft so tiefgründig erleben, wie Petrus sie hier in seinem Brief beschreibt. Amen.